Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Invisible Man Secret of the Dark mit unserem alten Speicherstand, da wir ja in der letzten Folge alles soweit nochmal neu machen mussten, da ich ja wie erwähnt hatte mir die ganze Aufnahme flöten gegangen ist. Nun, ab hier ist es wieder blind und ja, wir sind jetzt wie gesagt auf der Majestic, um den Griffin zu finden, um ihm das Gegenmittel zu geben gegen die Unsichtbarkeit. Griffin? Ich glaube ja. Aber wir gucken erstmal, was haben wir hier? Wir bekommen einen Brief. Briefe? 4 von 8. Das ging ja schnell. Okay. Na, wir gehen jetzt. Ah nee, wir kommen ja gar nicht verschlossen. Okay, da gehen wir mal zum Aufzug. Ja, okay. Was steht hier? Gegenstand von der Majestic. Sieht sehr geil aus. Schöne Krake. Sieht super aus, die Krake. Oder Tintenfisch? Ich weiß es nicht. Aber ist ja normalerweise ein und dasselbe, ne? Das müsste ja so passen. Gut, dann gehen wir mal hier hin. This is some mysticism. Ham has just been sent here. Moment, was? Wie bitte? Hier ist gerade Schinken eingetroffen. Kann man hier noch irgendwas machen? Kann man doch nichts mehr machen bei dem Bild. Ich guck mal kurz, ob wir hier irgendwie was im Tagebuch drinstehen haben. Mal gucken. Nein, also wir haben keine neue Notiz gekriegt. Dann haben wir nichts verpasst. Das ist gut. Dann gehen wir mal zu... Ah, hier ist wieder was Feines. So, was suchen wir denn? Vogel, der jetzt eingesperrt ist, okay. Ein Hase. Kaninchen aus dem Hut. Haptisch. Was ist das? Eine Portemonnaie. Ah, hier. Jetzt haben wir den Gegenstand von der Majestic. Sehr gut. Nein, ich möchte noch nicht zurück. Es sei denn, wir kriegen das Teil und können gehen. So, was haben wir hier noch Feines übrig? Aha, okay, Indianerkette. Maschenknöpfe. Maschendraht. Knöpfe. In the morning, ne? So, nee, Quatsch. Was steht hier? Der Käfig ist abgeschlossen. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Wir brauchen einen Löffel und einen Bernstein. Das wäre ein großer Löffel. Oh, ein Schlüssel. Juhu, der Vogel ist frei und wird gleich mitgenommen. Eine Fliege. Eine Fliege, was für eine Fliege? Eine Fliege, die fliegt, oder eine Fliege zum Anziehen? Eine Schleife. Okay, Maschenknöpfe, Spieluhr. Spieluhr haben wir hier. Schmetterling. Den haben wir hier. Was haben wir denn noch? Okay, ein Löffel und eine Fliege. Ist das der Vogel? Das sieht irgendwie gerade nicht mehr gut aus. Ja, ist ja gut. Ist ja. Ach, hier oben ist ja der Löffel. Siehst du, hab den Löffel gefunden. Blödes Ge. Ach, eine Fliege. Ja gut, hier ist die Abbildung. Ne, das suchen wir nach einer richtigen Fliege. Und jetzt noch die Fliege. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da. Nein. Schade. Wenn ich eine Fliege wäre, wo wäre ich dann? Nicht hier, auf jeden Fall. Okay. Ach, da war sie gewesen. Wir bekommen Gegenstand von der Majestic.
Sehr gut, und da können wir jetzt zum Aufzug gehen und erstmal hier das Ding reinlegen und... Hallo? Ah, okay, gut, gut. Öffnet sie? Jawohl, auf geht's zum Aufzug. Können wir hier nochmal gucken, können wir... Okay, 5 von 8. Achso, wir können jetzt unter... Lege die Kugeln auf die Fläche mit der entsprechenden... Hallo? Wie soll ich... okay. Ah, okay, 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 okay. Das ist ja jetzt wieder. Oh Gott, das ist. Ah, hier, okay. Zack, so. So, zack. Sehr gut. Die erste Reihe ist completed, aber leider kriegen wir das hier nicht mehr raus. Das ist natürlich schlecht. Okay, das ist Stufe 2, das könnte dahin, so das ist jetzt ja 1, 2 muss es sein. Okay, okay, okay. Das ist jetzt wieder sehr interessant. So, das hätten wir jetzt quasi, hätten wir das jetzt abgeschlossen. Okay, das könnte man runter machen. So. Jetzt allerdings wieder das Problem. Jetzt müsste man das hier so machen. Das müsste. Geht natürlich nicht. Das so hier. So, dann hätten wir die drei wieder komplett. So, das geht nicht. Das würde gehen. Dann haben wir aber hier das blaue Problem. Weil das wäre jetzt auch wieder komplett. Dann würden uns nur noch das rote fehlen. Das gelbe. So. Oha. So, das könnte man dahin tun. Dann hätten wir das. Das könnten wir runter machen. Da hätten wir das. So. Reihe und Glied sieht das alles so weit klammern gut aus. Aber in die Tat umzusetzen ist schon etwas schwieriger. Ach so, man kann das drehen. Ja, dann ist das natürlich... Ja, okay, gut. Ich habe es jetzt erst gemerkt. Tut mir leid. Aber hey, wir haben es doch immer noch hinbekommen. Motorraum. Oh, was ist das? Griffin. Alter, finde, da rennt er hier rum einfach mal so. Hier benötige ich ein Instrument. Schraubenschlüssel. Okay. Ach, hier können wir einfach an dem Rauch vorbei, können wir hier... Gut. Gut, ich dachte jetzt erst, wir müssen wieder zurück und irgendwo was anderes zu... Ich brauche nicht die ganze Tafel, ein Stück mit einem Buchstaben reicht. Eine Schnecke, 27 von 28 Phantomen entdeckt. Sehr gut. Und wir brauchen jetzt bestimmt eine Säge. Eine Säge... Ja, kein Gewitter, sondern eine Säge. Harmonika. Monika. Der Stern. Der Stern of Hollywood. Der Buchstabe E kriege ich jetzt leider noch nicht, denn ich muss ihn erst zersägen. So. Okay, gut. Also wir brauchen Buchstabe J und Buchstabe E. Mit dem können wir jetzt hier nichts anfangen. Nee, können wir nicht. Gut.
Da kommt gleich wieder der Blitz zum Einsatz. Das ist natürlich auch wieder sehr interessant. Ach hier, guckt mal. Hurra, wir haben den Buchstabe E. Können wir hier vielleicht noch ein J draufmalen? Nein, können wir nicht. Wir brauchen Krebs. Ach, hier ist der J. Nee, was? Der Brief wirkt verwischt. Der Brief ist verwischt. Wie soll ich ihn jetzt wieder sichtbar machen? Ach so, einfach hier, zack. Nachschraffieren oder so, ne? Oder so, ja. Sehr gut. Einen Krebs. Schraubenschlüssel. Ach hier. Metallherz. Auch süß. Auch schön. Ein Metallherz. Nun ist doch immer was Feines. Sich immer was Neues einfallen lassen. Ist immer gut. Eine Lupe. Mit der Lupe. Mit der Lupe. Und die Monika ist dabei. Löffel und Lupe. Löffel sah aus wie ein Schöpflöffel, aber gut. Propellerblatt. Ja, sehr gut. Metallherz, Krebs und die Lupe. Krebs und Metallherz. Na gut, das erste Gute ist schon mal, wir müssen es nicht mehr irgendwo raushauen. Das ist schon verfügbar hier, das ist alles da. Wir müssen jetzt bloß genau hingucken. Und das ist immer relativ schwer. Für euch ist es vielleicht einfach, ihr sagt so, ey, da ist es doch, da bist du blind. Und dann sage ich ja und alles gut. Ah, Metallherz. Sehr gut. Und wo ist jetzt der Krebs? Der Krebs ist weg. Das ist jetzt sehr, sehr mysteriös. Hier klebt ja auch kein Krebs dran, ne? Nee, leider nicht. Ja, komm. Ja, komm schon. So, ich werde mal. Nee, ich guck noch mal kurz. Ich gucke jetzt noch mal überall nach. Vielleicht finden wir es ja doch wieder, wie es ja immer so ist. Das Problem ist wirklich immer, der Krebs ist genau da, wo man ihn eigentlich, in Klammern, eigentlich sehen müsste. Aber dann wiederum doch nicht sehen müsste. Na gut, ich gehe mal auf Hinweis. Habe ich nicht... Ah, okay, gut. Ich habe nicht genau auf diesen kleinen Pfützchen gedrückt. Das tut mir leid. So, jetzt machen wir erstmal hier das ganze Gas ab. Oder hier Qualm, Rauch, wie auch immer. Und gehen weiter zum Heizraum. Ist das was? Nee. Auf zum Heizraum. Oh, hier ein Symbol. Ohne die fehlenden Teile kann ich diese Tür nicht öffnen. Briefe. Ach, da kommen dann die Briefe rein, was wir jetzt noch einen brauchen. Wo wir noch einen brauchen. Pardon, wir brauchen keinen mehr. Wir haben alle 8 Briefe. Sehr gut. Okay. What are you doing here? You shouldn't be here. The police are pursuing me. Griffin, my sweetheart, I brought your diaries and elixirs. Police, open the door. Oh, Griffin, it's the police. What should we do? In order to stay with you, I must become like you. Don't do this. It's horrible.
Ende. Ja, meine Freunde, und das war The Invisible Man Secret of the Dark. Okay, ich bin jetzt gerade sehr überrascht und ich finde es immer interessant, dass ich nach, wenn ich denke, es geht noch eine Weile mit dem Spiel, dass es dann immer so schnell zu Ende geht. Vielleicht werde ich ja mal gucken. Ja, das war wie gesagt Invisible Man und ich muss sagen, es war ein sehr schönes Spiel gewesen, wieder mal. Die Rätsel waren auch sehr knifflig, also man hat schon Probleme gehabt. Und ja, erstmal super, also super Spiel an sich sowieso. Und ja, erstmal einen großen Dank natürlich mit an die Entwickler, die das Spiel gemacht haben. Ist halt super Story gewesen. Kann man nicht meckern. Also es ist schon sehr schön gewesen. Und man sieht hier sogar schon im Hintergrund die Familie quasi unsichtbar. Hier der Sohn, die Frau, der Mann. Das Kind weiß ich gerade nicht, ob das auch, aber ich glaube ja, die sind alle unsichtbar, alle mumienmäßig angezogen. Und ich glaube, hier geht es jetzt gerade mit dem Credits nicht wirklich weiter. Ich glaube, die wiederholen sich immer. Ich gucke dann gleich nochmal. Ja, sie hat sich zum Schluss entschieden, dass sie so wird wie er, da sie ja, dass sie ihn wirklich geliebt hat. Und bevor es dann wirklich Stress mit der Polizei gab, dachten sie, okay, gut, dann machen wir halt jetzt hier. Wird sie halt auch unsichtbar, nachdem wir eigentlich versucht hatten, das Anti-Unsichtbarkeits-Elixier zu brauen, was wir dann hätten eigentlich lassen können. Aber es war schön, dass wir es brauen konnten, dass wir es geschafft haben. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Wenn ihr mehr von solchen Spielen sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und ja, ich sag erstmal Tschüss. Und ich gucke jetzt nochmal, ob die hier weiterlaufen oder ob das das Ende war. Okay, das war jetzt das Ende. Und ich verabschiede mich ab hier. Und ja, Tschüss.